Euer Survival Horse wieder hier mit The Last of Us Remastered. Ellie ist gerade so ein bisschen auf der, naja, Ablenkflucht, sag ich mal, vor dem Banditentrupp, dem wir ursprünglich in der letzten Stadt begegnet sind. Die sind ein bisschen sauer, ja, weil Joel und Ellie die relativ radikal bekämpft haben. Die uns aber auch, also war eigentlich aus meiner Sicht, war das Gegenwehr. Das sehen die jetzt natürlich ganz anders. Wollen sich jetzt rächen. So. Und jetzt versucht Ellie, die so ein bisschen vor dem verwundeten Joel wegzuführen. Kommen wir hier durch? Vielleicht? Vielleicht? Ist hier los? Moment, komm ich hin? Hä? Okay. So, das war's. Krass. Krass. Fall. Und ich habe mich in der letzten Folge in Pfeil und Bogen verliebt. Fand das richtig, richtig cool, was man damit erreichen kann. Teilweise kannst du deine Pfeile ja auch, oder größtenteils bekommst du deine Pfeile dann auch wieder. One-Hot. Da muss ich hin. One-Shot-Hits and Kills gegen sowas wie Runner oder auch Menschen. Richtig, richtig gut. Mächtiges Ding. Und halt lautlos. Jetzt müssen wir nochmal ganz kurz horchen hier. Sucht alles ab, heißt es hier schon wieder. Ich hörte zwar die Stimme nicht, aber in der Untertitel hat es mir gezeigt. Irgendwo sind auch schon wieder Leute. Wo da hinten? Ja, okay, okay, okay. Komm raus, du Feigling. Oh ja. Ob wir hier rüberkommen noch? Nice. Oh, fuck. Also ich finde, man muss ja nicht 1000 Leute töten hier. Das ist vermeiden, das. Irgendwie rein? Habe ich das gerade verpasst? Ein offenes Fenster? Fuck! So, einmal zurück. Ja, ist nicht gut. Ich weiß. Ach, scheiße. Moment, verpasst, um hier weiterzukommen. Das ist nicht gut gewesen. Oh! Nein! Oh, mieses Arschloch. Mal Fall wiederholen. Nachladen. Ich hab dich! Eben. Oh. Zitat Horst. Ich versuche jetzt nicht so viele Leute zu töten. Feiert sich. Insofern brauche ich gedanklich so, ne, als Familienvater ja nichts, ein zu schlechtes Gewissen zu haben. Wären wir so ein bisschen belohnt, indem wir jetzt hier krass looten können oder so? Nicht wirklich, ne? Okay. So, im Gegenteil. Ich habe einen Pfeil verloren. Da muss ich jetzt mal schauen, wen habe ich denn mit dem Pfeil noch getötet? Ich dachte, hier... Ich hab den auch gar nicht getötet, der ist dann weggelaufen. Das war so ein bisschen doof. Okay, okay. Jetzt eigentlich das gucken, was ich eben gucken wollte. Komm ich hier rein? Das wollte ich wissen. Nee, 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 nee. Aber bestimmt da hochklettern, oder? Hoch und rein. Ich will hier nicht festsitzen. Nee, auch nicht.
einmal was craften. Wir machen direkt ein Medkit. Zwei. Ist schon mal nicht schlecht. Gut. Was ist denn mit der Nagelbombe? Können wir damit noch was machen? Awesome. Ich habe die auch noch nie geworfen. Ich habe die bisher, ich habe die einmal benutzt bisher. Und zwar habe ich sie dann abgelegt. Dann laufen die Leute ja da rein. Das ist so ein Booby-Trap. Ah ja. Fuck. Ernsthaft. Mieses Arschloch. Der Typ jetzt hier rein, oder nicht? Ah, ich hätte halt nicht so rumjoggen sollen. Ich geb's jetzt zu. War ein bisschen ungeduldig. Mieses Arschloch. Nein, 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 nein! Okay. Da ist der Ausgang. Nice. Und haben wir noch Gegner hier? Auf jeden Fall eine Dose Ravioli, die wird uns wieder voll heilen. So ein bisschen Popeye und Spinatmäßig. Komm schon! Nein! Halt still! Ich rette dir das Leben! So ist gut. So ist gut. Fuck! Es sind die ihre eigenen Leute, wird ja so ein bisschen. Oh oh. Super. Sinn machen. Hier. Du solltest was essen. Du musst hungrig sein. Du warst lange bewusstlos. Was ist das? Es ist wild. Mit etwas Mensch als Beilage? Nein. Nein, versprochen. Es ist das Hirschfleisch. Du bist ein mieses Schwein. Oh. So ein vorschnelles Urteil. Wenn man bedenkt, dass ihr auch tötet. Wie viel waren's? Die haben uns keine Wahl gelassen. Und du denkst, wir haben eine Wahl? Ist es das? Ihr tötet, um zu leben. Genau wie wir. Wir müssen für uns selbst sorgen und tun, was notwendig ist. Na toll, und was jetzt? Werdet ihr mich in kleine Stücke hacken? Nicht unbedingt. Bitte sag mir deinen Namen. Du bist doch komplett durchgeknallt. Ganz im Gegenteil. Ich war ziemlich ehrlich zu dir. Aber jetzt bist du an der Reihe. Es ist der einzige Weg, die anderen zu überzeugen. Überzeugen wovon? Dass du zu uns passt. Oh je. Du hast Herz. Du bist loyal. Und besonders. Oh. Ah! 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 Ah!
Oh Mist. Dummes kleines Miststück. Du machst es mir wirklich schwer, dich leben zu lassen. Was soll ich denn jetzt den anderen sagen? Ellie. Was? Sag ihnen, Ellie war es, die dir den scheiß Finger gebrochen hat. Wie sagtest du noch? Hm? Kleine Stücke. Wir sehen uns morgen, Ellie. Alrighty. Zeigt sich vielleicht auch das wahre Gesicht dann. Ellie! Okay, back alive. Ish. Und wie sieht's denn aus? Haben wir unser ganzes Zeug schon? Ja. Noch ein Medkit. Haben noch Pipe. Wir haben jede Menge Kram, ja, würde ich denken. Du hast uns tatsächlich unser Inventar gelassen. Krass. Verdammt, wo bist du? Da ging's vorhin raus. Jetzt müssen wir halt auch nochmal schauen. Sind die anderen Typen noch hier? Wahrscheinlich nicht mehr, ne? Aber unser Pferdi ist tot. Was echt ein Problem ist. Und traurig, natürlich. Ja, aber es ist halt auch echt ein Problem. Ellie! Wo ist sie hingelaufen? Tja. Oh, fuck. Shit. Sie sind dann doch noch da. Oh, das war jetzt richtig dumm. Ja, wirklich schießen kann ich halt immer noch nicht. Ja, wo ist er? Wo ist sie? Gib mir Deckung. Hätte ich jetzt eben einfach überall langschleichen sollen? Ich meine, das ist halt krass. Oh, ich war doch gerade drauf. Fuck. Mann! Ich brauche halt eine Sekunde, um zu zielen, ne? Oder zwei. Awesome, das war ein guter Schuss. Abwechslung. Wow, 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 wow. Wie sieht's denn hier aus, wenn wir ganz kurz hier mal auf die Zielfernrohrwaffe wechseln? Treffe ich dich? Nach links.
wäre natürlich total Deluxe. Hätten die mal ein bisschen Munition hier fallen gelassen. Noch. Das heißt, sie sind nicht ganz so alarmiert. Das ist schon mal eigentlich ganz nett. Ich weiß ja nur nicht, nichts sinnvoll ist, hier überall lang zu schleichen. Oder ob wir die halt einfach umholzen sollen in irgendeiner Form. Wie sieht's denn aus mit Pfeil und Bogen jetzt in dem Fall? Da hatten die wohl ein bisschen Schiss. Mal gucken. Also halb halten. Okay, ganz kurz mal schauen, ob wir hier was Sinnvolles noch craften. Gott, wohl eher nicht. Ja doch, mit Metzler 2. Arschloch! Mach ihn kalt! Halt ihn fest! Scheiße! Kommst jetzt! Komm los! Was willst du von mir? Was soll das? Du bleibst hier. So. Das Mädchen. Ist sie am Leben? Welches Mädchen? Ich kenne kein Mädchen. Fuck! Jetzt sieh mich an. Sieh her. Ich hole dir die verdammte Kniescheibe raus. Das Mädchen. Sie lebt. Sie ist Davids neues Spielzeug. Wo? In der Stadt! In der Stadt! Jetzt wirst du es mir auf der Karte zeigen. Es ist hoffentlich derselbe Punkt, auf den dein Kumpel zeigt. Mach schon! Da ist es! Er bestätigt das! Frag ihn doch! Na los! Ich leg nicht! Oh Gott. Also wir sind scheinbar sehr verdammte sauer. Scheiße, Mann. Er hat dir doch alles gesagt. Von mir erfährst du einen Scheißdreck. Ist schon okay. Ich glaube ihm. Nein! Nein. Wow. Auf. Na los, komm. Auf damit. Ich hab dich gewarnt. Ich bin infiziert. Ich bin infiziert. Wirklich? Und du auch. Stimmt. Genau da. Roll den Ärmel hoch. Guck's dir an. Ich mach das Spiel mal mit. Was hast du nochmal gesagt? Nichts passiert ohne Grund, ja? Was zur Hölle ist das? Sie wäre längst verwandelt. Die will uns nur verarschen. Für mich sieht's verdammt echt aus. Ah! Oh, Ellie, du bist krass, Alter. Me.
Mist. Ach, Mann, was ist denn bloß los mit denen? Was ist bloß los mit denen? Das fragen wir uns. Die Antwort gibt's in der nächsten Folge. Danke fürs Dabeisein. Tschüss.